Servus ihr Pappnasen und willkommen zurück zu The Last of Us 2. So, wir starten jetzt mal den Generator. So gut. So. Waffe. Ich glaube, das sollte jetzt erstmal reichen. Kein Strom? Was? Generator läuft doch. Muss ich denn noch irgendwas machen? Nee. Da muss ich. Ja. Wusste ich doch. Das ist was für ein Raum? Aufwachraum. Ja, da werde ich wahrscheinlich nichts drin finden. Jedes Mal zu erschrecken müssen. Sprengstoff. Warum hat der Sprengstoff dabei? Du bist Vorräte, genau. Lauschmodus Reichweite, so. Mal sehen, was hier ist.
leer. Verdammter Mist! Lass einen Krankenwagen im Parkhaus sein. Mal schauen, was mit dir passiert. Nichts? Chirurgie, so. Scheiße, die Tür ist offen. Die war vorhin noch zu. Das heißt, da ist irgendwas rausgekommen. Wo gehe ich jetzt erst rein? Der ist hier rausgestolpert und zum Parkhaus rüber. Okay, da geht's nicht weiter. Noch Brandmunition. Sicherheitshalber mal noch ein Messer. So. Wir laden durch. Scheiße, wer war das? Irgendwas Großes, Dickes. Nichts wie raus hier. Ja, wenn es so einfach wäre. Ich habe so das Gefühl, ich treffe gleich auf den Dicken. Denn die Tür liegt da. Der hat die Tür. Alter. Das Ding hat ein bisschen Kraft. Ich höre dich doch. Oder bin es ich? Der so schwer atmet. Krankenwagen. Nicht hin.
gibt's was zu feiern. Wenn ich jetzt nicht gleich drauf gehe. War ja sowas von klar. Was zur Hölle bist du denn bitte? Ich glaube, dich kann ich nicht umlegen. Mann. Ja, dem Ding. Oh. Was ist das bitte? Wie soll ich dich bitte umlegen? Nutze den Lauschmodus R1 geduckt halten im Kampf, um die gegnerischen Positionen zu verfolgen. Ja, nee, ist klar. Ich muss von dir weg. Ich muss von dem weg. Der Flammenwerfer ist besonders effektiv gegen Infizierte. Ja, gegen den eher anscheinend nicht. Ich konnte nicht mehr ausweichen. Einige Infizierte geben ätzende Wolken ab, die kontinuierlich Schaden zufügen. Ja, weiß ich nicht. Gut, ich versuche jetzt hier wegzukommen. Ich bin...
Fuck. Zwickmühle. Nee. Hui. Ich muss hier irgendwie rauskommen. Wo komme ich hier raus? Das dicke Ding ist ziemlich krass. Und ich weiß nicht, wo ich jetzt hin muss, wo ich da rauskomme. Aber ich möchte den eigentlich umgehen. Nur ich weiß nicht wo. Ich glaube, ich bin jetzt überall entlang gerannt. Hier war ich noch nicht. Da komme ich nicht raus. Da komme ich nicht raus. Das ist so. Da komme ich nicht raus. Hier bin ich sogar in der Tribüne. Exit da. Nein, ich muss da lang. Exit, exit. Fuck, 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 fuck. Hier ist Exit. Ja, bitte lass. Hast du die Tür aufgemacht? Scheiße, nein. Scheiße! Oh. Ich krieg den nicht down. Okay. Ich habe jetzt gerade eine kurze Pause eingelegt gehabt. Bin eigentlich wieder auf Aufnahme gegangen, hat die PS4 nicht angenommen. Ich bin jetzt mittlerweile schon ein gutes Stück weiter. Also die OP ist gut verlaufen, Yara hat jetzt ihren Stumpen, sie lebt. Ich habe das dicke Ding erledigt, um da rauszukommen. Wir sind dann mit so einem kleinen Boot nach Hause gefahren.
Lev und ich, also Lev und Abby, zum Aquarium sind wir dann mit dem Boot gefahren. Das dicke Ding hat ein bisschen geschluckt, also mein komplettes Magazin an Flammenwerfer, dann noch alle Kugeln, was ich hatte. Ich war froh, dass ich das Ding endlich mal dann down hatte und dann endlich da raus war. Ich entschuldige mich dafür, dass der Rest des Teils natürlich fehlt jetzt hat. War eigentlich wirklich ziemlich spannend, alles Mögliche. Dann sage ich bis zur nächsten Folge. Cheerio!